So Leute, endlich mal wieder Pokémon Gold und diesmal mit einem Gast und zwar Detektiv Conan 15. Hallo. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und gehen dann jetzt hier in diesem Wald rein. Wir haben zwei Orden und wollen mal gucken, wie es weitergeht. So. Es leckt ein bisschen. Ja, egal. Jetzt müssen wir die Porentas einfangen. Ja, das ist schwer. Für mich schwer. Ja, für mich auch. So, die müssen wir nämlich in eine bestimmte Falle locken. Und zwar, wenn er jetzt da ist, müssen wir noch ein weiter. Dann steht er da. Dann müssen wir ihn von hier ansprechen, dass er darüber läuft. Oh, fuck. Ja, das hasse ich. So, jetzt, wenn wir ihn jetzt von da ansprechen, läuft er zurück. Wenn wir ihn von da ansprechen, läuft er, ja, genau so. So, jetzt von hier ansprechen. Dann von, genau, von hier ansprechen. Nein, genau, falsch. Ja, es läuft ja zurück, ne, ja. So. Das ist immer sowas. Habe ich nie kapiert, wenn man die ansprechen muss. Aber auf jeden Fall muss man die... Mann. Boah, ich gucke jetzt mal, ob ich noch einen Top-Schutz habe. Das geht doch nicht so. So, Beutel. In diesem Wald hier leckt es immer ein bisschen. Da der Emulator dieses hier irgendwie nicht so aufnimmt oder so. Ja, natürlich nicht. So. Soll ich denn jetzt von hier ansprechen? Ja, muss ich. Ah ja, genau. Da muss ich... ein Beleber. Den können wir gut gebrauchen. So, jetzt müssen wir ihn von... Ja, scheißegal. Unten ansprechen. Genau. Und wieder ansprechen. Und... Nein, der ist wieder da am Anfang, oder? Zurück mit dir. So, geh nach da. Los. Jetzt geh verdammt nochmal. Meine Fresse, nee. So, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Jetzt komm. Du kriegst noch hin? Ja, klar. Wir haben es doch jetzt. Hier. Jetzt müsste der uns eigentlich Zerschneider geben, oder? Ja, müsste. Okay, so. Ja, 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 ja. Nein. Ah, der da. Du musst den fragen, da. So, VM1, sehr schön, Zerschneider. Und wir haben unseren Alper ja noch, den wir jetzt Zerschneider lernen können. Alper, mein Sklave. Den Namen, was denn den Namen, ja? Sag ich nicht. So, hier, er kann es lernen, sehr schön. Natürlich. Und dann speeden wir mal ein bisschen, denn hier ist langweilig. Ja, wir wollen nicht kämpfen, danke, Safkorn. So, hoch hier. Der kann uns Kopfnuss lernen, aber im Moment brauchen wir keinen Kopfnuss. Kopfnuss können wir uns immer wiederholen. Ich brauche jetzt keinen. Der lernt noch Attacken, die ich ihn unbedingt lernen muss. Und da brauche ich im Moment keinen Kopfnuss. Aber bei Pokémon Gold kann ich euch keinen Hardborn fangen, wie bei Pokémon Hard Gold oder Silver. Nee. Hard Gold oder Silver würde ich jedes Mal ihn eigentlich Kopfnuss lernen. Da es da sehr gut ist, in Gold und Silber lernt er eigentlich sehr gute Attacken, da braucht es kein Kopfnuss. Ich nehme immer Hard Gold. So, mal eben gucken, wie es mit den Levels aussieht. Pokémon Lange. 19, Flame 19. Also können wir eigentlich ihn eigentlich drinnen lassen, ne? Würde ich sagen. Ich würde lieber hier mal. Naja, es geht bisher. So. Besiegt. Wer kommt? Sandan. Oh, nee. Das ist ein cooles Pokémon. Ja, aber das können wir nicht mit, da müssen wir mit Flame besiegen. Ja. Meinst du ein Wasser-Pokémon, Garados ist in Ordnung? Na klar. Okay. Ach nee. Hier wechseln wir am besten wieder zu Pokémon. Das ist von Pokémon der Job. Yeah. Hast du vorhin Garados zu fangen? Ja klar. Und noch ein Habitag. Da ist Pokémon wieder an der richtigen Stelle. So. Hauen wir rein. Und da ist noch so ein, ach, von der Pokémon-Pension. Was zählst du gerade? Snumbull, welcher Typ? Weißt du das vielleicht? Normal. Normal.
Ja, den müssten wir eigentlich auch mit Donnerschock. Ja, locker. Typ normal, Snowball. Okay, danke. Du bist ja der, der sich mit Pokémon hier am besten auskennt, ne? Deswegen frage ich dich. Gelernt. Ja. Kampf. Ja, ja, das weiß ich auch. Also, so dumm. Die Arena, die jetzt kommt, ist normal, Typ, ja, ne? Dazu brauche ich Kampf, aber wie soll ich hier Kampf bekommen? Doch, in Gold kann man. Hier kann man doch ein Bing-Dings bekommen. Wie heißt es? Scaraborn, aber schwer, sehr schwer. Dazu braucht man Kopfnuss. Aber da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Ich habe früher mal genommen, aber jetzt habe ich keinen Bock darauf. Der kämpft nur abends, oder? Wer? Ja, abends. Ja, okay. Immer abends. Und Jogger morgens. Der müsste ein Anton. Ja, Anton. Da ist unser Pokémon ja mal gerade genau richtig. Und wir sind in der nächsten Stadt angekommen. Und zwar in, weißt du's? Azuria City, glaube ich. Azuria City nicht, das ist von Misty, das ist in Kanto. Oh. Das müsste hier Dukaita City sein. Dukatia. Ja, klar, Dukatia. Wo, hier ist die Arena. Und ja, ich würde sagen, erkundigen wir erstmal etwas die Stadt hier. Gehen hier mal gucken und hier sind Drecktrainer, die wir erstmal besiegen, bevor wir in die Arena gehen. Fleckmon. Donnerschock natürlich. Und noch ein Fleckmon. Können wir wieder Donnerschock? Was ist gerade? Du überlegst ja gerade was. Über Team oder was? Ja. Okay. Was den zählen kann. So, wer ist hier? Ist das ein Team Rocket Rüpel? Nein. Ein Streber. Ah, alles klar. Streber Rolf. Magnetilo, da holen wir auf jeden Fall Flame rein. Ja. Da ist Flame die beste Wahl. Du kannst denken, alle, die hier unten sind, sind Schreber, ne? Ja, ja, okay. Müssten. Ja, müssten. Voltoball. Natürlich lassen wir da wieder Flame drillen. So. Magnetilo und natürlich Flame. Wer kommt jetzt nochmal? Magnetilo, ja. Flame. Ganz klar. So. Was haben wir hier? Will der kämpfen? Nee. Nein. Der tickt nicht, ja. Der tickt einfach an. Ah, okay. Nee, danke. Hier ist ein Item. Und hier der nächste Trainer. Er hat ein Slurp vom Typ normal. Noch etwas? Was? Slurp. Normal oder? Ja, ne? Normal. Normal. Müsste normal sein. Dann können wir ihn auch mit Dings besiegen. Ja, locker. So, Level 21. Dann trainieren wir jetzt Flame. Und zwar bei diesem Typen hier. Streber. Er hat einen Slimer. Gift. Da kommt's, ja. Da kommt Flame gerade genau richtig. So, Level 21 und Ruckzuckhieb. Ruckzuckhieb ist gut. Wie lange nehmen wir denn auf? Für Rauchwolke. Mal gucken. So, Dicta kommt rein, ne? Ne, Slime, okay. Da können wir natürlich weiter mit Glut angreifen. So, hoch hier. Gyarados will ich gut empfehlen. Ja, ja, Gyarados nehmen wir auf jeden Fall im Team. So, jetzt gehen wir erstmal hier in die Arena rein. Das waren auch alle Angst. Und gucken, was wir hier so machen können. Erstmal hier die erste Schönheit besiegen. Ja, Schönheit. Sieht eigentlich so schön aus. Geht. Okay. Visor. Ja, mit Glut können wir da gut. Sag mir normal. Was leidet denn immer? Hä? Nee, nee, ist schon in Ordnung. So, dankeschön. Und weiter geht es mit dieser Schönheit hier. So heißen die. Schönheit Tina. Mauzi. Mauzi kann Zahltag. Meinst du, das Nobilikett ist gut? In Pokémon Gold und Silber? War für Rot, Blatt Grün, ist die gut. Ich meine hier. Wohl eher nicht, ne? Nein. Okay. Ich weiß auch nicht, ich habe noch nie benutzt. Ich auch nicht, deswegen. Naja. Machen wir erstmal weiter und da ist die nächste und das ist eine Göre, Jennifer. Slumbull, ja, okay. Da hat aber irgendwie, war die ein bisschen besser gegen. Nein, also. Das Doofe ist, das Miltank von der Trainerin hier, das kann, wie Anziehung. Heißt es? Anziehung. Und das ist dreckig. Wie?
So, jetzt erstmal noch hier eine Göre besiegen. Oh oh. Was wolltest du sagen? Die macht irgend so eine Taktik gleich. Ja, ja, das weiß ich. Aber mit der Taktik komme ich gut klar. So, ruckzuck hieb. Und down. Jetzt wechseln wir, da er fast keine guten Attacken mehr drauf hat. Und machen mit Pokémon Donnershock. Denn Pokémon muss ja auch noch ein paar Level-Ups bekommen. Und wir sind... Ja, jetzt wurde die Attacke natürlich gesperrt. Das war natürlich klar. Aber Tackle wird schon funktionieren und damit haben wir sie besiegt. Gut. Dann würde ich sagen, weil er keine Attacken mehr hat, werden wir ihn jetzt nach hinten tun und werden es versuchen, mit Pokémon zu meistern. Alleine nur mit Pokémon. Und kämpfen dann mal gegen Bianca, die Arena-Leiterin. Und sie fängt an mit ihrem Pipi auf Level 18. Müssten wir eigentlich mit Donnershock... Ja, perfekt. Okay. Sie hat... Okay, das ist schlimm. Jetzt haben wir Miltank noch. Erstmal Donnershock. Ja, okay. Dann holen wir mal Alpha rein, um zu gucken, was wir noch im Beutel haben. Wir müssten eigentlich ein Beleber noch haben, genau. Beleber auf Vati. So, Walzer müssten wir einen überleben. Nein. Dann holen wir Flame rein und gucken, ob wir noch vielleicht was haben, um Flame... Nein, haben wir nicht. Okay, aber er kann ja noch mit Tackle und Ruckzuckhieb angreifen. Ihn ein bisschen mit Silberblick noch eine reinzuwirken. Um jetzt mit Pokémon und Donnershock. Ja, okay. War mir eigentlich schon klar, dass wir diesen Kampf schweres Herzens verlieren müssen. Aber wir hatten fast keine Pokémons mehr. Von daher war es klar. So, das bieten wir mal direkt hier wieder zu Bianca. So. Und jetzt treten wir dir. Naja, ich dachte das lieber nicht. Auf jeden Fall machen wir dich jetzt fertig. Okay. Pippi. Ja, okay, mit Donnerschock. Anders können wir. Ist ein dreckiges Pokémon. Ja, vor allen Dingen mit ihren Duplexhieb und sowas. Ja, da. Mann. Okay, 22 ist gut. Jetzt machen wir erstmal. Ja. Okay. Wie schneller. Ja, ist sie. Kann so eine fette Kuh schneller sein. Glut. Ja, Glut ist gut. Wow. Glut ist sehr gut. Nein. Okay, okay, ganz ruhig, ganz... Ne, nicht ruhig. Wie sollen wir das mit Alpha machen? Beleber haben wir auch nicht mehr, ne? Alpha, ne. Alpha kann das. Ja, hätten wir lieber dein Dings benutzt. Ja, jetzt haben wir verloren. Okay. Und noch einmal neu. Jetzt müssen wir aber eine andere Taktik wählen und ich weiß auch schon welche Taktik. Dass Vati nicht so gut ist gegen Dings haben wir gesehen, gegen, wie heißt es? Bianca. Bianca. Aber wenn wir Vati jetzt zuerst drin lassen, um gegen... Oh Leute, wartet. Unser Ei schlüpft. Und das ein welchen Film, das Pokémon welch echten Film, das. Es ist Togepi. Und das ist sehr gut. Es wird zu Togetic und entwickelt sich dann zu Togekiss, genau. Und ich nenne es. Ich nenne es. So. Keks. Ich nenne es deswegen Keks, da ich früher immer gedacht habe, Togepi wäre ein Keks. Ja, okay. Fangen wir an, gegen Bianca zu kämpfen. Zum dritten Mal, aber jetzt schlagen wir sie. So. Peinlich. Also, Donnerschock. Und das ist sehr gut. Jetzt kann die mit ihrem Duplexi erstmal passen. So, Donnerschock. Jawohl, ging daneben und nochmal und jetzt, ja, down. Down. Okay, das sieht gut aus. Jetzt tauschen wir das Pokémon. Und zwar zu Flame, da Flame ihn erstmal mehr abziehen kann mit Glut. Und dann am Ende, wenn es gut wird, machen wir dann weiter mit... Oder braucht's gar nicht mehr? Ne, es braucht gar nicht mehr. Okay, dann haben wir Bianca jetzt auch schon so besiegt. Wah, wah, Schnüff, Heps,
Du bist gemein. Ja, du auch. Oh nein, du hast Bianca zu weinen gebracht. Keine Sorge, sie beruhigt sich bald. Wieder, sie weint immer, wenn sie verloren hat. Was? Was willst du? Ein Norden? Oh, stimmt. Ich vergaß. Hier ist der Basierorden. Bam, bam. Mit Hilfe des Basierordens können deine Pokémon Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Außerdem erhöht er die Initiative deiner Pokémon. Oh! Das hier kannst du auch haben. TM45. Es ist Anziehung. Es bringt den Charme eines Pokémon voll zur Geltung. Passt das nicht perfekt zu einem süßen Ding wie mir? Nein. Nein. Okay. Oder vielleicht? Nein. Nee, lieber nicht. Es gibt schönere da. Ja. Dann gehen wir mal raus hier. So. Dann haben wir den dritten Orden. Und ich gehe meine Pokémon heilen, speichere ab und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es heißt Pokémon Gold, es wird Detektiv Conan 15 wohl im nächsten Part wieder dabei sein. Von daher sage ich tschüss, bis zum nächsten Part und ja. Tschüss Leute.